Dungeon Slayers, ein altmodisches Rollenspiel. Dieser Begriff steht für einen so simplen wie nostalgischen Grundgedanken. Die Tür zum unterirdischen Labyrinth eintreten, hemmungslos Goblins, seltsame Tentakeldinger und Skelettkrieger verdreschen und Schätze einsacken. Mit Hilfe eines schlanken und in wenigen Minuten zu erlernenden Regelwerks kehrt Dungeon Slayers oder kurz DS zu den Ursprüngen des Rollenspiels zurück. Natürlich eignen sich die Regeln aber auch ebenso für eine große epische Kampagne voller Intrigen und Interaktionen außerhalb düsterer Verliese. Erfunden wurde DS im Jahre 2008 von Christian Kennig, der ein simples System für seine eigene Spielrunde schaffen wollte. Im Internet erlangte seine Kreation schnell Beliebtheit und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Die ursprüngliche englische Version, da ist der Impuls, der kam nicht aus Amerika oder aus England. Das waren deutsche Leute, die gesagt haben, ey, das System ist klasse, lass uns das mal übersetzen. Das war die dritte Edition, da hatten wir 18 Seiten oder so. Das war also nicht wirklich viel, das war schaffbar. Dadurch ist dann erstmals diese englische Version zustande gekommen. Die ging dann auch gleich online und hat sich dann auch relativ schnell im Netz verbreitet, weil die amerikanische Szene einfach viel größer ist und da ist man relativ schnell aufmerksam drauf geworden. Und die anderen Sprachen, die sind dann eigentlich durch die englische Version erst möglich gewesen. Der beispiellose Erfolg von DS zog zahlreiche Erweiterungen und Neuauflagen nach sich. 2010 erschien die vierte erweiterte Version des Regelsystems mit 168 Seiten beim Uhrwerk Verlag. Schnell war diese vergriffen, weshalb 2011 eine zweite Auflage erscheint. Die kommt in der Box daher und dazu ist noch ein Spielleiter-Tutorial, könnte man es nennen. Also das ist ein Abenteuer, wo aber dem Menschen, der vielleicht noch nie Rollenspiel gespielt hat oder es nur von WoW oder vom Computer her kennt, wo erstmal erklärt wird, hey, wie läuft es am Tisch ab? Da gelten ein paar andere Regeln. Was machen Spieler? Dass Spieler zum Beispiel immer irgendwelche Fragen haben, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Wie man mit sowas umgehen soll. Und das Abenteuer nimmt einen dann auch gleich begleitend an die Hand, zeigt Möglichkeiten auf. Deine Spieler könnten hier auf diese und diese Idee kommen. Ein Poster ist noch dabei, eine Posterkarte von der Welt, von den Freien Landen. Wir haben noch einen großen Floorplan dabei für das Abenteuer direkt, dass man also gleich auch einen Plan dabei hat, wenn man gerne mit Miniaturen spielt oder so, oder halt mit Countern. Aber wir haben noch kleine Pappcounter dabei, da sind vorgefertigte Spielercharaktere, die sind drauf gedruckt, Monster sind mit dabei. Wir haben noch ein paar Monster dazu geschmissen, die kommen gar nicht im Abenteuer vor, aber wir hatten halt noch Platz und dann dachten wir, na hier, ein paar Ratten oder ein paar Orks kann jeder immer mal gebrauchen. Mitverantwortlich für den Erfolg von Dungeon Slayers ist sicherlich auch die Tatsache, dass alle Beteiligten aus dem direkten Umfeld von Christian Kennig stammen. Illustrator Brot wohnt beispielsweise im Souterrain des Kennigschen Anwesens. Na, Brot? Was machen die Bilder, ne? Scheiße. Ja, das ist ganz gut. Ja. Da gibt es nächste Woche wieder Lappen, ne? Danke. Also danke. Dann. Danke. Denk an die Bilder. Und schneller! Ja. Mein Meister ist auch sehr nett zu mir und ich zeichne gerne für Dungeon Slayers. Mhm. Dank dieser effizienten Arbeitsweise kann Dungeon Slayers auch weiterhin ein Free-to-Play-System bleiben. Christian Kennig stellt regelmäßig kostenlose Erweiterungen wie die einseitigen Abenteuer, die Dungeons to Go, zur Verfügung. Ich mag sowas auch und das war auch immer so ein bisschen so ein Zeichen für DS. Das soll auf jeden Fall erhalten bleiben. Wir werden aber noch einige Print-Sachen auf jeden Fall weiter herausbringen. Also Krimlak, die Minen von Krimlak war das erste Abenteuer von Moritz Melem. Inzwischen macht er eine Trilogie draus. Da kommt jetzt der zweite Teil zum Sommer irgendwann raus. Das wären die Katakomben des Nekromanten, so ist zumindest der Arbeitstitel. Ein dritter Teil geht dann mehr wohl in die Richtung Detektiv-Kriminalabenteuer. Das Dungeon Slayers Regelwerk ist dabei extrem simpel gehalten. Nur 9 Kernwerte definieren einen Charakter. Im Kampf reicht ein einziger Würfelwurf, um zu bestimmen, ob ein Gegner getroffen wurde und wie viel Schaden er erhält. Doch DS ist weit mehr als nur ein Regelwerk. Das System hat mit Kera seine eigene Hintergrundwelt bekommen, die beständig weiter ausgebaut wird. Was nach der Basisbox jetzt rauskommen soll, ist eine Box, die sich mit der Hintergrundwelt beschäftigt, mit Kera, mit den Freien Landen und auch noch den Ländern, die da sonst dran hängen. Was für Götter gibt es dort? Was für wichtige Städte? Wie funktioniert das alles? Wie mache ich meine Kampagne in Kera? Wie mache ich dauerhaft vor allen Dingen da eine Kampagne?
Und dazu gibt es noch eine begleitende Kampagne. Und ja, wie gesagt, das Ganze auch in einer Box. Hoffentlich auch mit ein paar schicken Countern wieder. So in der Art stellen wir uns das vor. Und damit ist noch lange nicht Schluss. Demnächst darf auch im Weltall weiter geschnetzelt werden. Star Slayers ist für den Winter 2011-2012 angekündigt.